Ja, Freunde, was geht ab? Hier ist Relic und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed 2. Wir haben ja jetzt endlich Venedig für uns erobert, oder für diesen Typen da. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt mal weiter und schauen jetzt mal, was uns erwartet. Und dann wünsche ich euch viel Spaß, wie immer, beim Zuschauen. So. Egal, ob das jetzt gesperrt ist oder nicht, ich will jetzt da durch. Wir brechen dich. Bitte, haltet ein. Ich habe etwas einsponiert. Mir bekannt vor. Ach du Scheiße, Alter, was war das für ein Schlag? Ein neuer Zoll wird erhoben, um die Kosten der Instandhaltung des Arsenals zu finanzieren. Haben wir die abgehängt? Wir haben sie abgehängt, Herr Freud. Jetzt runter hier! Was machst du hier oben? Geh! Es gibt einige Ausnahmen. Bitte lest die Verfügung, um zu sehen, ob die Abgabepflicht nicht sei. Mach dir, was tut er denn nur? Laju, merda, schnappt ihn! Onkel Mario? Wo bringen Sie es hin? So, ist hier eine Gruppe von Mädels da? Bene, bleibt hier. Al lavoro. Thank you.
interessierten Parteien sollen sich bitte bedanken, dass Signore Carpaccio nicht mehr verfügbar ist. Ich muss diesen. Entschuldige. Wöchentlicher Aderlass ist Teil eines gesunden und balancierten Lebens. So, du nährst. Alle Reisende, die aus der Gegend der südlichen dalmatinischen Küste kommen, sollten sofort von einem Heiler untersucht werden. Das Bericht über einen Ausbruch der die Bürger der Stadt bedroht, hat strukturelle Schäden verursacht. Seid besonders an Baustellen vorsichtig und berichtet uns von Schäden an Stadtreichtum. Scheiße, wir haben entdeckt. Na gut. Ich mag da! Auf ihn! Seht die Zeichen, dass euer gesegnetes Vorhaben fällt, Tyrannei das Land. Ja, der nervt aber. Ein neuer Zoll wird erhoben, um die Kosten der Instandhaltung des Arsenales zu finanzieren. Es gibt einige Ausnahmen. Bitte lest die Verfügung, um zu sehen, ob die Schneidet ihm den Weg ab! Keine Sorge! Wir fangen den Bastard! Fuck, Mann! Wegen dir, du Pisser! Mann. Sorry für den Ausdruck, Runter hier, oder ich werfe dich! Das Betreten der Dächer ist verboten! Ich will echt mal wieder. Heile werden. Laju, da ist er! Auf ihn! Halt's Maul. Guter Versuch! Ah, schon wieder, sorry. Ja, toll, entdeckt worden. Toll. Oh man, das war wohl mein Ding.
Mann, langsam mag ich das nicht mehr. Ich bin die ganze Zeit hinterher zu rennen. Jeder hat sich an diese neue Regelung zu halten. Freunde, ich habe heute frisch gefangen. Der Maestro wartet. Er wird keine Fehler dulden. Verpackt es gut. Tut es jetzt. Der Spanier ist hier. Das ändert die Sache. Wenn ich diese Gruppe infiltrieren kann, den Platz des Kuriers einnehme, werden sie mich direkt zu diesem Bastard führen. Hallo Jungs, ihr müsst uns helfen. Verbringt das war so ein lahmer Tag. Wahrlich, ihr kennt nicht zufällig einen Mann, der auf den Damen der ganzen Stadt gefunden hat. Hab ich schon gesehen. Ist der Abner rumgekommen? Latschu! Jawohl. Dieser Moment ist von größter Wichtigkeit. Haltet die Formation. Macht keinen Fehler. Attentat auf den Spanier. Letzten Monat kaufte der Burggraf 300 meiner feinsten Säbel für seine Kavallerie. Hey, was machst du da? Ich muss dir wohl eine Lektion erteilen. Regel 1, wenn ich Dienst habe, Kolo. Hey, hallo. Was macht der, ja? Spacko, ey, ich geh doch zu dir, Mann. Mann, ey. Salute! Salute! Ich mag etwas unaufgeräumt erscheinen, aber ich kann schmieden. Glaubt an mich, Freunde. Attenzione!
Wegen des kürzlichen Feuers während eines Festes in San Polo hat der Doge verfügt, dass die Herstellung von Feuerwerkskörpern bestimmten Normen unterliegen muss. Die Hygiene kann durch die entsprechenden Listen vorlegen. Was ist hier los? Wie zum Teufel soll ich jetzt das Brot rechtzeitig... Der Letzte, den wir ins Loch steckten, wurde von Ratten gefressen. Wir haben nur einen Finger von ihm gefunden. Jetzt geht weg. Weit. Ey, Mann, ich war doch da. Kriegt ihr den erstmal von mir? Penner, ey. So ein kleines Stückchen, ey, Mann. Das gibt's doch nicht, ey. Gesprochen und wird in 2 Tagen zum Sonnenandruck auf der Piazza San Marco gehängt. So, ich hoffe, das geht jetzt gut. Ich habe keinen Bock jetzt wieder alles von neu zu machen. Hau ab, Mann! Mal aufpassen, dass es nicht um die Ecke irgendwas ist. Ihr habt es wirklich? Und keine Verfolger? Absolut. Alles ist perfekt gelaufen. Wir haben eure Befehle genauestens befolgt. Die Mission in Zypern war schwieriger. Ezio, es ist lange her. Nein, nein. Überlass den mir. Rodrigo. Also, wo ist er? Wer? Euer Prophet. Es ist wohl niemand erschienen, Rodrigo. Wie viele Menschen sind dafür gestorben? Für den Inhalt dieser Kiste. Und seht, es ist niemand hier. Ihr behauptet nicht zu glauben? Und doch seid ihr gekommen? Seht ihr ihn nicht? Der Prophet ist hier. Ich bin der Prophet. Nun gebt mir den Apfel. Kommt und holt ihn euch. Ist klar. Du bist der Prophet, ist klar. Komm her. Mit dieser Aussage will ich dich jetzt platt machen.
Scheiße. Fuck. Komm schon. Ist das alles, was ihr habt? Wo ist der Rest eurer Leute? Welche Leute? Ihr habt wirklich keine Ahnung, was? Wache! Ey, wie unfair ist das denn? Der hat einfach mal Lebensenergie wieder voll. Ich habe in einer Viertelstunde einen Termin. Soll ich jemandem eure letzten Worte übermitteln? Keine Sorge, Neffe. Du bist nicht alleine. Wolpe? Was tut ihr denn hier? Na, wir könnten euch wohl dieselbe Frage stellen. Spart euch die Fragen, Bruder. Lasst Borgia nicht mit der Kiste entkommen. Avanti! Jetzt werdet ihr alle sterben. Macht ihn fertig, Ezio! Wir sind hinter euch! Komm schon, ihr Feiglinge! Komm schon! Bianca hungert nach der Felde 3! Jämmerlich! Ihr könnt nicht aufhalten, was geschrieben steht! Der Inhalt der Gruft wird mir gehören! Schaut mal, Freunde! Unser Ezio ist ein echter Krieger geworden! Nieder, Kerl. Der wird mit dem Fuchs an. Schmeckt sein Schwert. So ein Spaß. Das sagten wir öfter mal. Diese Schlacht werdet ihr verlieren. Ihr werdet durch meine Hand sterben. Wie euer Vater. Dieser Krieg dauert schon viel länger, als wir beides uns vorstellen können. Ah, bravissimo! Wir sollten das häufiger tun! Eure Brüder mussten nicht sterben. Das sage ich einfach so. Es gibt keine Gnade, wenn man sich mit den Templern anlegt.
Das ist für meinen Vater. Paola. Er ist fort, aber wir haben, was wir wollten. Nein, ich muss ihm hinterher. Wirklich jetzt? Oder seid ihr aus einem anderen Grund hier, mein Sohn? Theodora, was tut ihr denn alle hier? Vielleicht dasselbe wie ihr, Ezio. Hoffen, dass der Prophet erscheint. Ich kam her, um den Spanier zu töten. Dieser Prophet ist mir völlig egal. Er ist eh nicht gekommen. Nein, aber ihr kamt. Was? Die Ankunft eines Propheten wurde angekündigt. Und ohne unser Wissen seid ihr da. Vielleicht wart ihr schon die ganze Zeit der, den wir suchten. Cosa? Wer seid ihr? Niccolo Di Bernardo dei Machiavelli. Ich bin ein Assassine. Ausgebildet in der Kunst, die Entwicklung der Menschheit zu beschützen. Genau wie ihr und alle anderen hier. Ihr seid alle Assassinen? Paola? Volpe? Es ist wahr, Neffe. Wir haben dich alle geführt, seit Jahren. Haben dir beigebracht, was du brauchtest, um aufgenommen zu werden. Es ist wohl soweit. Wir haben, was wir wollten, aber es gibt noch viel zu tun. Kommt bei Sonnenuntergang wieder. Lashea Vacu und Mutlak Bail Kolun Mumkin. Dies sind die Worte, die unsere Vorfahren sprachen, welche die Basis unseres Credos bilden. Wo andere blindlings der Wahrheit folgen, bedenket. Nichts ist wahr. Wo andere begrenzt sind, von Moral oder Gesetz, bedenket. Alles ist erlaubt. Wir arbeiten im Dunkel, um dem Licht zu dienen. Wir sind Assassinen. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Es wird Zeit, Ezio. In diesen modernen Zeiten nehmen wir vieles nicht mehr so wörtlich. Aber unser Siegel ist immer noch permanent. Bist du bereit, dich uns anzuschließen? Das bin ich. Das tut nur kurz weh, Bruder. Wie so viele Dinge. Benvenuto, Ezio. Nun seid ihr einer von uns. Komm, es gibt viel zu tun. So, Freunde, ihr wisst ja, was jetzt gerade zu tun ist. Genau, das war's an dieser Stelle. Das war mega geil, jetzt eben diese Aktion. Und ihr habt ja eben mitbekommen, das war ja, sein Name war ja irgendwas mit Machiavelli. Und ich denke mal, jeder kennt Machiavelli durch das Lied von Tupac. Machiavelli, der den Namen ja ein bisschen geändert hat. Weil das ja auch ein Grund davon war, durch diese Person. Sorry für mein Deutsch. Genau. Dieser Machiavelli, falls es auch dieser in echt ist von damals, also im 14. Jahrhundert oder so, der hat ja auch eine bekannte Geschichte, der war ja auch Politiker, ist verschwunden und ist dann ja wiedergekommen. Was einige ja munkelten, dass Tupac ja wiederkommt, aber was ja halt fake ist, der ist ja tot, jeder weiß das. Und ja, das ist interessant, nur finde ich das ein bisschen blöd mit dem Prophet und so weiter, weil Propheten, ihr wisst ja, wer der letzte Prophet ist und ja. Ist aber auch ein anderes Thema. Ich würde sagen, das war's an dieser Stelle. Das hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht, diese Folge. Von allen jetzt bis die ich jetzt hier gespielt habe in diesem Spiel. Auf jeden Fall lasst mir einen Daumen da, nach oben da. Schreibt was in die Kommentare, wenn ihr wollt. Und checkt meine Social Media Kanäle aus, wie immer. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.